Und dass wir Ihnen diese und andere Geschichten bieten, das ist nicht nur etwas, das wir MDR-Journalisten mit Leidenschaft tun. Es ist tatsächlich auch unser gesetzlicher Auftrag. Sie bekommen von uns vor Ort recherchierte Informationen von Reporterinnen und Reportern, die sich in den Regionen auskennen. Aktuell hat MDR Sachsen-Anhalt 7 Standorte bis jetzt. Denn ab heute sind wir bei Ihnen noch ein bisschen näher dran. Denn in Salzwedel wurde heute ein weiteres Regionalbüro eröffnet. Als Baumkuchen- und Hansestadt ist sie bekannt. Über 600 Fachwerkhäuser sind hier zu bestaunen. Dazu viele Zeugnisse norddeutscher Backsteingotik. Salzwedel hat viel zu bieten, genauso wie der Altmarkkreis. Mit der Eröffnung des Regionalbüros Salzwedel werden ab sofort alle wichtigen News, spannende Geschichten und emotionale Stories aus der westlichen Altmark crossmedial Bericht erstattet. Regionalität hat für den Mitteldeutschen Rundfunk eine große Bedeutung. Deshalb hat MDR Sachsen-Anhalt Regionalstudios und Büros in Magdeburg und Wernigerode, in Dessau und Wittenberg, außerdem in Halle und Naumburg, dazu das Studio in Stendal, das nun durch das neue Büro in Salzwedel verstärkt wird. Also die Regionalität gehört zur DNA des Mitteldeutschen Rundfunks und deswegen freue ich mich sehr, dass es jetzt gelungen ist, in Salzwedel, in der westlichen Altmark, ein neues Regionalbüro zu eröffnen. Die Reporterinnen Carina Emich und Lydia Zahn haben ihre Arbeit in Salzwedel bereits aufgenommen. Heute Nachmittag konnten sich davon viele Gäste überzeugen. Auch für MDR-Landesfunkhausdirektor Tim Herden ein wichtiger Termin. Wir können hier drehen und in Magdeburg von hier aus schneiden. Wir können hier Hörfunkbeiträge machen und natürlich werden unsere Kollegen auch für online arbeiten, sowohl für die Website als auch für die Instagram- und Facebook-Kanäle, die der MDR betreibt. Noch umfangreicher und vielseitiger wird unsere Berichterstattung mit Ihren Tipps und Anregungen. Soweit der Blick auf das neue Regionalbüro. Und weil ich ja chronisch neugierig bin, liebe Zuschauer, möchte ich gerne noch ein bisschen mehr über die Macher dort erfahren. Und eine davon ist Carina Emich, haben wir gerade schon kurz im Beitrag gesehen. Und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Carina, grüß dich, hallo. Hallo nach Magdeburg. Ich habe den Eindruck, dass da heute ordentlich was los war bei euch. Ist alles glatt gelaufen? Wie geht's dir jetzt? Ja, die Hütte war voll. Es waren ganz viele Leute hier aus Vereinen, Regionalpolitiker. Also ganz viele Salzwedler, meist mit Funktion. Und es war total schön. Wir hatten viele gute Gespräche und war ein super Auftakt. Großartig. Jetzt habe ich eben in der Anmoderation gesagt, dass unsere Stärke als MDR ja darin liegt, dass wir eine Regionalkompetenz haben. Das heißt, wir kennen uns vor Ort aus. Wie ist das konkret bei dir? Wie gut bist du in der Altmark verwurzelt? Naja, ich bin gebürtige Altmärkerin. Ich bin hier geboren, war dann zwar mal 20 Jahre weg, aber bin ja auch nicht ohne Grund hierher zurückgekommen. Ich kenne mich hier gut aus, ich kenne viele Leute und ich freue mich einfach, hier auch über diesen Menschenschlag und über diese Region jetzt berichten zu können. Für mich ist das immer so, für mich fühlt sich das hier alles leicht an. Großartig. Man merkt, dass dein Herz für die Region schlägt. Lass uns noch kurz nach vorn gucken. Worauf freust du dich? Worauf freut ihr euch? Was habt ihr euch vorgenommen dort? Naja, wir haben uns vorgenommen, weiterhin crossmedial zu berichten, also Radio, Online, Fernsehen. Wir möchten gerne, dass die Leute hier zu uns kommen, die Tür steht offen, dass sie uns ihre Geschichten schenken, dass wir tolle Leute vorstellen, aber vielleicht auch mal dahin gehen, wenn irgendwo der Schuh drückt, dass wir auch mit kritischer Berichterstattung da helfen und das halt auch ans Tageslicht befördern, was vielleicht ansonsten gar nicht gesehen werden würde. Heißt das, wenn ich zum Schluss noch ein Thema habe, dann kann ich bei euch anklopfen und euch das mitgeben? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Tür steht hier offen, die Leute sollen kommen und wir würden uns dann dieses Themas annehmen und dann gucken, wie wir das und wo wir das gut im Programm Radio, Online, Fernsehen unterbringen können. Und auch vielleicht nicht nur sozusagen beim MDR, sondern wir können auch gucken, ob wir das sogar vielleicht in die ARD bringen. Das wäre so ein bisschen unser Ziel, weil wir schon sehen, dass die Altmark viel Potenzial hat und das möchten wir gerne auch bestmöglich und größtmöglich zeigen. Und ich wette, spätestens in 2 Minuten klopft es bei euch und Leute kommen. Carina, viel Erfolg für euren neuen Standort. Wir drücken die Daumen, berichtet ganz fleißig aus der Altmark und wir freuen uns auf tolle Geschichten von euch. Danke, mach's gut, bis ganz bald. Ja, danke schön. Ciao, ciao.